Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich frage mich die ganze Zeit, wird es der letzte Part sein von Kingdoms of Amalur? Wir werden es sehen. Wir sind immer noch hier im Gefängnis und ich habe mich weggeschlichen. Und bevor ich jetzt wieder entdeckt werde, weil jemand zurückkommt, weil ich bin noch ein Stück weiter gegangen und ja, da kommt schon wieder jemand. Ich werde jetzt hinausgehen, ohne dass mich jemand bemerkt hat. Und damit sollte das dann erledigt sein, der Quest. Keine Ahnung, ob das jetzt reicht oder ob das jetzt alles Feinde sind trotzdem. Das weiß ich nicht. Prinzipiell hat es ja keiner gemerkt. Nur, es hat halt drinnen jemand gemerkt, dass wir weg sind. Dann haben sie uns gesucht und ich weiß nicht, ob man es halt von Anfang an schaffen muss. Okay, es sind doch tatsächlich, es sind alles Feinde. Das finde ich blöd. Und unter diesen Umständen habe ich mir selber gesagt, weil wir jetzt, wenn wir jetzt hier langlaufen, greifen die uns dann an? Ja. Weil das finde ich total blöd. Die ganze Stadt ist jetzt voller Feinde. Und die Frage ist, wenn man das halt... Ja, wenn man das halt schafft, ohne dass sie einen bemerken, das weiß ich jetzt nicht. Gibt es hier einen Speicherpunkt, wo ich... ja, ich wollte einfach nur mal gewusst haben, ob es geht, wenn wir jetzt schleichend rausgehen. Okay, wir sind wieder an der Stelle. Das ist doof. Das ist doof, 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 doof. Gefängnis von Adessa. Nehmen wir mal so einen älteren Speicherpunkt. Hätte ja auch sein können, dass wenn wir draußen sind, es nicht Feinde sind. So, hier sind wir jetzt noch drinne und keine Ahnung, ob das dann funktioniert. Jetzt müsste man nämlich hier erstmal noch seine Ausrüstung finden. So, der darf uns nur nicht bemerken. Tut er auch nicht. Wo geht der lang? Oh. Von da hinten kommt einer. Das finde ich total blöd. Dass von da gerade einer kommt, das finde ich gerade richtig doof. Scheiße, der kommt hier lang. Vielleicht haben wir Glück und er sieht uns aber nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich das jetzt nochmal ausprobiere. Einfach weil... Weil darum. Geh mal weiter. So. Oh, der hat mich bemerkt, ne? Der hat mich bemerkt. Okay, wir haben es aber geschafft. Irgendwie. Oh, jetzt bemerkt der uns. Oh. Bemerken die uns hier alle? Das gibt's doch nicht. Ja, aber wenn nicht geschlichen sind. Das musste... So, komm, letzter Versuch, dann lasse ich sein, glaube ich. Aber ich kann es auch gerade nicht lassen. So, ich will das unbedingt schaffen, ohne dass mich jemand bemerkt. Verdammt mich nochmal. Muss doch irgendwie zu machen sein. So, ich gehe wieder in meine Ecke. Hm? Geht der lang? Das ist immer blöd, dass wir uns hier überhaupt nicht verstecken können. Ich weiß nicht, wo der lang geht. Ich bin recht weit gekommen, aber wenigstens zu den Kisten müsste man. Bis zu den Kisten, dann kann man sich wieder verstecken irgendwie. So, hier in die Ecke. Genau. So. Hierhin. Prima. Das ist sehr gut. So, wo geht der jetzt lang? Ich meine, worauf warten, ne? Ist halt die Frage, wo er lang geht. Er müsste vielleicht von da hinten nochmal zurückkommen. An uns vorbei. Ja, das klappt, weiß ich nicht. Guck mal jetzt, wo er lang geht. Ach, er geht sogar links rum. Mensch, du. Wie weit kann ich ihm folgen, ohne dass er es bemerkt? Hier, gibt es hier eine weitere Ecke, wo ich hin kann? Wenn er auf der linken Seite lang gehen würde, vielleicht, wenn er hier... Also auf der, wenn er zurückkommt auf der linken Seite, von uns aus jetzt rechts zurück, dann würde es hier vielleicht auch gerade gehen, so. Nee, da wird er uns bemerken. Auf jeden Fall wird er uns hier bemerken.
Oh, das schaffen wir sogar. Ja, nehmen vorbei. Jawohl. So, hier ist eine Ecke. Prima. Da hinten kommt nämlich einer, der geht bestimmt nach links. Der geht bestimmt nach links, aber wir haben es recht weit geschafft. Aber keine Ahnung halt. Ich weiß jetzt nicht, ob was für einen Speicherpunkt wir geladen haben neu. Wenn das jetzt so weitergeht, haben wir noch ein paar Kingdoms of Amalur vor uns auf jeden Fall. War ja klar, dass der hier lang kommt. Ich weiß halt gerade nicht, ob ich ab einem Punkt geladen habe, wo die uns schon bemerkt hatten. Also mit dem Tür öffnen und so. Der darf mich jetzt eigentlich hier nicht sehen, ne? Ah, der sieht mich aber. Nein, der hat mich gesehen. Komm. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Der darf mich nicht sehen. Ich weiß auch nicht. Jetzt steht er da so doof rum, ne? Der muss sich da mal wegbewegen. Das ist voll blöd. Steht er da immer noch. Und da kommen auch schon die nächsten. Ja, so wird das nix. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber gut, okay. Auch dieses Sehen könnte ja reichen, ne? Das weiß ich halt nicht. So, pass mal auf. Wir machen das mal so. Weil ich nicht weiß, ob das schon gereicht hat, dass die mich so gesehen haben. Weil da lief ja schon hinter mir her. Und weil der Typ sich da gerade nicht vom Fleck bewegt, werde ich jetzt nochmal laden. Und ich schalte einfach nochmal zu, wenn ich es bis hierhin geschafft habe. Das ist zwar total spannend, das immer wieder sich wahrscheinlich anzugucken, weil es auch für mich spannend ist. Ich meine, jetzt sind wir hier schon fast am Ende. Wenn der jetzt da verschwinden würde, der eine andere, dann hole ich meine Rüstung, gehe schnell raus, gucke dann, ob es Feinde sind und probiere es dann nochmal offline. Um zu gucken, dass komplett... wirklich vom Gittertür aufmachen bis hierhin, dass mich keiner sieht, ob dann da draußen immer noch alles Feinde sind. Einfach, dass sie das nicht bemerken. Weil der geht auch einfach nicht weg. Das funktioniert so nicht. Der muss da einfach aus der Ecke verschwinden. Wir sehen uns gleich wieder. Mal gucken, wie es dann läuft. Bis gleich. Hallo Leute, ja, es geht weiter. Allerdings wieder an derselben Stelle im blöden Gefängnis. Ich glaube, das wird leider nichts mit dem Gefängnis. Also ich kann das natürlich gerne nochmal machen. Im Prinzip, weil... ja. Jetzt haben sie mich definitiv alle bemerkt. Ciao Leute. Das ist auch ein anderer Speicherpunkt hier. Och, die gehen dann alle wieder weg. Ist ja egal, dass ich hier stehe, so kurz vor der Tür. Das ist ja egal. Das Ding ist, dass ich meinen Gefängnisstand überspeichert habe gerade, weil ich mit euch nochmal vorhatte. Und ich werde das jetzt mal kurz hier abbrechen mit dem Gefängnis. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen verwirrend, weil ich hatte das jetzt echt vor zu machen. Hab dann einen anderen Speicherstand geladen, um den vorigen Quest nochmal nachzuholen und mich nochmal da anders zu entscheiden. Hab dann gedacht, okay, ich spiele da schon mal ein Stückchen weiter, damit ich dann, wenn ich das hier gemacht habe, danach das gleich laden kann und an der richtigen Stelle bin. Und hab genau den Stand aus Versehen überspeichert, wo ich im Gefängnis gerade anfange. Und da die anderen Gefängnisspeicherstände überall da sind, wo die Gnome mich hier schon, die Gefängniswärter mich schon entdeckt haben, denke ich mir gerade, okay, bringt so nichts. Deswegen würde ich sagen, laden wir einfach nochmal neu. Und sind dann nochmal zurück in der Höhle des Hierophanten. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Speicherstand, den ich da gerade lade. Das heißt, wir sind hier an einer Pech- und Schwefelaktion Krillgarin in Hierophantenhöhle. Um nochmal zur Erinnerung, Grimm hat das Buch an sich genommen und wir sollen halt jetzt einen Plan gegen den Hierophanten ja machen. Und jetzt wird sie uns hier natürlich links abfangen und wir werden diesmal uns anders entscheiden. Zumindest kann ich mich nun mit meiner wahren Stimme an Grimms schicksalslose Verbündete wenden. Außerdem wurde euer bedeutungsloser Plan aufgedeckt. Die Ruinen sind voller Reisender, die dem Hierophanten treu ergeben sind und jeden Eindringling töten werden. Das alles findet nun ein Ende. Was macht ihr hier? Meine Macht mag in eurer Nähe schwankend sein, aber sie ist mir nicht gänzlich genommen. Ich konnte genug von Grimm, Fassmeer und Krillgarin sehen, um von diesem Plan zu erfahren. Einst habe ich versucht, eurem Leben ein Ende zu setzen. Doch ich hatte euch eindeutig unterschätzt. Nun möchte ich Frieden zwischen uns schließen.
Ich könnte eure Fähigkeiten brauchen. Macht Grimm für den Diebstahl der schwarzen Sendschreiben verantwortlich. Seit er sich im Sternlager zum ersten Mal an euch gewandt hat, wart ihr für ihn ohnehin nie mehr als ein Werkzeug. Ich bin für Grimm nur ein Werkzeug? Ich nehme an, ihr dachtet, es wäre reiner Zufall, dass euch ausgerechnet Grimm für die Reisenden rekrutiert hat. Grimm ist primitiv und grausam, besitzt jedoch eine bestialische Gerissenheit. Zweifelsohne hat er schon lange, bevor ihr euch begegnet seid, erfahren, dass ihr kein Schicksal besitzt. Er hatte diese Rebellion schon weit vor Ohns Wehr geplant. Er hat nur darauf gewartet, dass sich ihm die perfekte Waffe für den Kampf gegen mich offenbart. Und diese Waffe seid ihr. Ja, ihr wollt ein Bündnis mit mir? Ja. Ihr habt ein Schicksal, das ich nicht lesen kann. Und so weiter und so ich fort. Ich dachte, ihr werdet einfach nur eine Anomalie. Aber und so weiter ich, und die so Natur fort. Mag uns vielleicht als Gegensätze, als Feinde vorgesehen haben. Und so weiter aber und ich so fort. Überzeugt, dass also gut, ich schiebe es Grimm unter. Zeitalter ich werde Grimm können. Nicht verraten. Das letzte Mal haben wir uns für Grimm entschieden. Diesmal entscheiden wir uns gegen ihn. Eine kluge Antwort. Ich kann jedoch eure Absichten nicht erkennen. Also weiß ich auch nicht, ob ihr eure Worte in die Tat umsetzen werdet. Gedenkt eures Eides und nehmt dies. Es ist ein Schlüssel zu den Flügeln des Hofs des Hierophanten, meinem Allerheiligsten. Dort werde ich mit Grimm zusammentreffen. Grimm wird sich im Ostflügel aufhalten. Vergesst das nicht. Grimm ist im Ostflügel. Solltet ihr diesen Auftrag ausführen, werdet ihr dafür reich belohnt werden. Verschwindet. Ja. So. Diesmal entscheiden wir uns für sie. Einfach, weil dieser Quest doch so schwierig war, was richtig und falsch angeht und man sich schwer entscheiden konnte. So, jetzt reden wir nochmal mit ihr. In kurzer Form. Ihr seid hier. Und, ja, ich bin in hier. In dieser Halle scheint ja, Zeit, das stimmt. Solange unsere Schritte ja, ja. leise sind. Agine sind will, dass ich Grimm betrüge. Lüge. Nicht unüberwindbar. Diesmal lügen wir einfach mal. Dann sieht es aus, als würde Grimms Plan wie erwartet ablaufen. Ich hatte irgendwie mit Schwierigkeiten gerechnet. Es gibt allerdings ein Problem. Agine wird sich mit Grimm im Westflügel ihres Hofes treffen. Um zu ihr zu kommen, werdet ihr also einen Schlüssel zum Allerheiligsten brauchen. Und ich besitze keinen. Schwieriger wird jedoch die Sache mit dem steinernen Wächter, der den Weg im Auge behält. Er muss ausgeschaltet werden. Mhm. Was ist diese Falle? Es gibt einen magischen Wächter, der den Weg zum Hof überblickt. Eine Stadt, und so weiter. Die hat alle, da er die Fackeln stets wie kann ich im Blick diese Falle umgehen? Hat, bleibt euch nur die Möglichkeit, obwohl eine der Wachen in der Nähe besitzt. Ihr müsst einer dieser Wachen, so. Möge sich der Weg erheben, um euch zu berühren. So, wir machen uns auf die Socken. Und nehmen dann den Ostflügel. Und ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Achso, die wird auf ungewöhnliche Weise geöffnet. Wir sind ja jetzt wieder... Wir waren ja hier schon mal. Ich versuche mich auch zu beeilen. Ich mache das auch nur so rein aus Interesse, Neugier und zu sehen auch, was ist das für eine Belohnung. Wie sieht das aus, wenn man sich für sie entscheidet und nicht andersrum. Wir gehen jetzt nochmal hier entlang. Ich glaube, das ist die richtige Idee. Alle weg. Alle weg. So, diesmal müssen wir in den Ostflügel gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das letzte Mal sind wir nach Westen gegangen. Diesmal gehen wir in den Ostflügel. Mal gucken, wie Grimm das diesmal so findet. Ah! Steinerner Wächter. Okay, ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Das nervt immer, wie die ausweichen. So, weiter geht's. Natürlich sind im Moment so auch unsere Belohnungen weg, die wir vorher eingesammelt haben, aber das nehme ich einfach mal in Kauf. So. Ostflügel. Was war eigentlich immer geradeaus? Da war nichts, ne? Aber da ist noch eine Truhe. Die öffnen wir nochmal. Diesmal schauen, was wir finden. Man weiß ja nie. Uriels Würwe. Wir haben hier irgendwelche tollen Sachen gefunden. Ich glaube, die Truhe habe ich das letzte Mal nicht benutzt.
endlich mal tun sollen. Dann wüssten wir jetzt, ob das besser ist, was wir gefunden haben. Aber könnte sein, dass genau dasselbe zu finden ist. So. Grimm. Sie rollt hier fröhlich vor sich hin. Noch sind wir nicht ganz bei ihm, aber gleich. Immerhin haben wir uns schon mal für den anderen Weg entschieden. Ich finde das ganz interessant, nochmal aus dieser Sicht zu sehen. Macht zwar, Nun, also wie auch immer. Bin leiser. Ich habe nun ja einige äußerst dringende Angelegenheiten, die ich mit euch besprechen muss, Hierophant. Spart euch euren Atem. Der Hierophant weiß alles und sieht alles. Und das schließt auch euren Plan bezüglich der schwarzen Sendschreiben mit ein. Also, ich denke, dass, wovon redet ihr überhaupt? Habt ihr es denn noch nicht gehört? Der Hierophant ist allwissend, Grimm. Und ich bin bestens vertraut mit eurem kleinen Plan, mich loszuwerden. Tja. So. Spaß mit ihm. Sie haben die Sendschreiben. Fang sie! Ja, gegen ihn kann ich wahrscheinlich jetzt wieder nichts ausrichten. Oder? Kann ich oder kann ich nicht? Der steht ja jetzt wahrscheinlich immer wieder auf, ne? Ja. Und die? Die kümmern sich jetzt um... Wen kümmern die sich denn jetzt? Kümmern sich jetzt voll um mich? Ist ja doch wieder merkwürdig. Ich dachte, die kümmern sich jetzt um ihn. Auch tun sie anscheinend auch. Oder sie sind einfach nur hinter mir geblieben. Zu ihm können wir jetzt auf jeden Fall nicht zurück. Da kommen wir jetzt nicht hin zu ihr mehr. Ja. Was steht denn jetzt hier im Quest? Nachdem ich das Tuch der Verdunklung über den Sendschreiben gelüftet hatte, wurden Fasmers Prätorianer zu einem der Sendschreiben gerufen und haben im Heiligtum für Chaos gesorgt. Ich muss Agine finden und aus der Höhle des Hierophanten fliehen. Ja, wir sind dabei. Das letzte Mal haben Grimm und seine Freunde ja hier gewartet. Diesmal bin ich alleine. In der Hoffnung, dass ich immer noch richtig laufe. Ein bisschen ruckelig gerade, aber ich höre ja meistens genau wie jetzt von alleine kurz wieder auf. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich glaube schon. Oh. Komme ich jetzt hier nicht irgendwie durch? Ach, wie blöd. Ach, ein Reparaturkit. Das können wir nochmal mitnehmen hier. Ja, wo wird denn die doofe Tür geöffnet? So, wo denn? Wo ist denn der Hebel? Ich laufe mich hier noch dumm und dusselig. Ist hier irgendwo ein Hebel, irgendwas? Ich habe nichts gesehen eigentlich. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Oh. Ja, 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 ja. Also darf ich jetzt nochmal doch zu ihr zurücklaufen, oder? Da hinten kommen wir nicht durch. Zu ihr können wir auch nicht. Geht ja nur wieder hier zu ihm zurück. Ich bin verwirrt. Ach ja, ich mache denselben Fehler wie das letzte Mal, ne? Ich darf runterspringen. Bescheuert. Habe ich das letzte Mal auch nicht gecheckt. Und ich habe es wieder nicht gecheckt. Wahrscheinlich auch noch beim dritten Mal würde ich wahrscheinlich wieder instinktiv erstmal hier weglaufen. Da, wo ich hergekommen bin. Einfach aus Prinzip.
So, ihr nervt mich alle. Ich spring jetzt runter. Und ihr kriegt mich nicht, weil ich kann runterspringen und ich hab's vergeigt und vergessen. Tschüssikowski! Irgendwo hier war das doch. Ha! Genau. Hier geht's lang. Kommen Sie mir. Ja, jetzt geht das auch mit dem Speichern weiter. Oh. Einfach ihn angreifen, abhauen. So doof. Sind die wirklich tot? Ich glaube schon. Jetzt, die gehen wirklich kaputt. Und die anderen nicht. Ja, ich habe auch keine Freunde mehr, so wie damals. Ja, toll. Kein Problem, kein Problem. Na, da wartet sie ja. Yay! Gut. Grimm wird den Preis für seine Unverfrorenheit bezahlen. Und nun begleitet mich aus diesem Wahnsinn heraus. Lebt wohl. Tja. Das ist die Version mit ihr. Wir schlagen uns auf den auf des Hierophantes Seite. Warum kommt sie denn nicht? Uschi, komm. Ich sehe euch. Und so findet Grimm sein Ende. Er hat mir jedoch die Notwendigkeit vor Augen geführt, die Reisenden zu geißeln und die Treulosen auszumerzen. Einst hatten die Reisenden Helden, an die man sich mit ihren Decknamen erinnert. Ich werde diese Tradition nun wieder aufleben lassen. Ich taufe euch auf den Namen Temperance, die Besonnene. Sprecht mit mir und ich werde eure Verbrechen auslöschen. Und was dieses Tuch der Verdunklung betrifft, das euch Grimm gegeben hatte... Nun, ich denke, so ist es euch von größerem Nutzen. Lebt wohl. Inventar voll und im Hintergrund ist mal wieder Temperenz. Vorsicht, nee, diesmal ist es aber was anderes als das letzte Mal. Vorsicht ist oberstes Gebot. Nicht, ich würde das gerne lesen können. Geht das nicht? Nein, geht natürlich nicht. Schade. Ich kann das nicht nehmen, weil mein blödes Inventar mal wieder voll ist. Und Uriels Version ist die Kopfbedeckung, die eigentlich gut zu dem Outfit passt, was wir im Moment tragen. Himmelstorn. Passt eigentlich sehr schön dazu. Ja, doch. Sieht sehr edel aus und sehr elegant, was wir im Moment so tragen mit der Robe und so. Irgendwie hat es auch so ein bisschen was Orientalisches, aber vielleicht, naja. Naja. Weiß nicht. Aber so ein bisschen so, doch, passt in diese Fantasy-Welt. Ich werde die Sachen mal sortieren und die neuen Sachen auswählen. Und ich frage mich gerade, was findet ihr besser? Dieses Ende oder das andere? Ich finde, mit Grimm und den anderen rauszulaufen, hat doch mehr ein Verbündetengefühl irgendwie einem gegeben. Und wir hatten sie halt verraten und besiegt, aber man sieht auch, dass da unten sind ja jetzt auch... das sind ja jetzt nicht mehr alles unsere Feinde und das war vorher aber alles so. Das waren alles Feinde, Gnomen und auch ihre Hierophantenkrieger. Und im Moment haben wir den Hierophanten auf unserer Seite und dann kriegt man irgendwie auch ein anderes Schicksal. Dann sind wir Virtuose und hier können wir es nochmal lesen. Die vielfältigen Betätigungsfelder und Interessen der Virtuosen umfassen sämtliche Waffenarten, Magieformen und Rüstungstypen. Du bist ein hartes Leben gewöhnt und verfügst über natürliche Resistenzen gegen sämtliche Angriffsarten. Außerdem landest du mit höherer Wahrscheinlichkeit Volltreffer. Ja, das kann man auswählen. Und im Moment waren wir ja noch Assassine, glaube ich. Aber wir haben ja auch mehrere andere. Naja. Also, so sieht es jedenfalls aus, wenn man diesen Quest auf diese Art ändert.
endet. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet, wie ihr das jetzt so findet. Was findet ihr besser? Für Grimm oder gegen Grimm? Würde mich mal interessieren. Jetzt haben wir mal beide Enden gesehen. Ja, wir sehen uns dann vielleicht im letzten Part von Kingdoms of Amalur und ich hoffe, das sage ich jetzt nicht jeden Part. Bis dann.